Moin zusammen. Wir haben mal was Neues ausprobiert. Das ist jetzt auf Wunsch von dem kleinen Federvieh. Und zwar haben wir uns das Sprinten einmal eingeschaltet. Der Geist hat eine Geschwindigkeit von 150 und wir haben kein Versteck. Soll ich auf einen Beweis eigentlich lassen? Ja. Das kann man mal entscheiden. Ne, mach doch drei. Drei Beweise? Okay, wo waren nochmal die Beweise? Die waren unter Ghost, ne? Grace Period 2, Beweise 3. So, jetzt haben wir nur 4,2-fach. So, da müsst ihr alle nochmal auf Ready gehen. Und dann, ja, schauen wir mal, wie das wird mit einem 150% Geschwindigkeitsgeist. Und ja, das Game hat sich Willow ausgesucht. Ich meine, selbst ohne Hiding Spots weiß ich, wo man sich verstecken kann. So, also. Du schon. Witzball. Du bist ja lustig. Also, wir machen wie üblich wieder alles fertig und hüpfen dann direkt rein. Wenn ihr euch verstecken wollt, haltet euch an den Eileen. Ja, genau, einfach nur mir nachlaufen. Dann macht ihr schon mal rein und macht den Breaker an, weil der ist im Keller. Auf in den Tod. Du denkst ganz schön, nach dem Knochi zu suchen. Das auf in den Tod. Also Leute, wie ihr seht, wir haben einen Sprint, wir können also rumsprinten, aber der Geist wird auch schnell sein, der wird 150 haben. Haben wir keine Kerze? Where is the candle? I cannot play anything. Candle is not here. Ich weiß nicht, meine Kerze ist gerade ausgegangen, aber ich weiß nicht, ob ich die refreshed habe, bevor ich reingegangen bin. Ich habe ein Feuerzeug, mach's mir an. Nein, es geht darum, ob der... Ja, der ist hier unten, ich hab's mir gedacht, der hat die ausgepustet. Ja, Geist ist im Keller. Mach mal, das war... Viel Spaß beim Sterben, ey. Ja, wir haben ja alle Beweise, das heißt, wir müssen den ja schnell rausfinden. Aber ich habe die Maps nicht ausgesucht. Wenn einer stirbt, ja, ne? Ja, Küken, du musst den nachher loopen, ne? Ja, du musst mal ganz vorschlagen. Du hast das vorgeschlagen, du wolltest loopen, also musst du ihn auch nachher einmal loopen. Ja, mach den. Kannst du dann in der Garage machen oder in der Küche? Ich bin nur als Backup mit dem Smudge Stick da, falls es wieder Lags gibt. Ja, ja. Wo ist es denn kälter in welchem Raum? Ist das der linke? Ich hab den Knochen außerdem, aber hier ist es überall. Hier war es, glaube ich, am kältesten. Also hier habe ich gerade was fliegen hören in dem linken Raum. Ja, hier ist 6 Grad, 4 Grad. Ich glaube, das hier. Hier der Raum? Okay, dann ist das auch tatsächlich sein Raum. Gut. Dann tue ich mal hier noch einen Sensor hin. Dann könnt ihr ja nebenbei mal beobachten, ob er da reinläuft. In den Sensor. Ja, machen wir hier auch schon mal das Licht an. So. Also, da wir den ja loopen werden, tue ich die Smudgies auch schon mal überall hin verteilen, wo man loopen kann. So. Was macht denn Mama die Dots hin? Da werde ich Dots hier hingemacht. So, EMF. Santa Claus gibt mir ein Dots. Hä? Das. Deckendots. Ob das eine Schaufel, die kann man dem zu nur über den Kopf hauen, wenn da ist. Ja. Richter Dreckend Schlag. Du kannst ja versuchen, den damit zu bewerfen. Warte, Küken, ich gehe raus. Ich wollte nur einen EMF hier abschmeißen. Weg? Ja, Hand. Hat er geantwortet? Ich glaube, ich hatte auch Gefriertemperaturen. Also Spirit Box. Ja, ich habe das bis hier oben durch den Flurboden gehört hier. Ich habe das hier so durch den Flur gehört. So. Und wir haben Gefrier. Gefrierraschen. Okay, wir müssen nach Orbs und Fingies gucken. Ich ist es ein Ornery Assist. Geisterbuch, vielleicht schreibt er ja rein. Oder ein Mimikus. Kannst du mal den Nichts von der Decke hängen? Wir haben die Friertemperatur. Ja, das Küken ja gerade gesagt. Also, dann kommt der hier. Ich nehme schon mal die Schaufel, ne? Ey! Falls der kommt, auch schon den Dreck auf den Birnen rein. Also, ich sehe jetzt auf Anhieb keinen Orbi. Give us a sign. Can you do something? Where are you? Give us a sign. Give us a sign. Where are you? Give us a sign. Ist ja noch gar kein Salz hier. Mama.
Inno, was machst du da? Wir müssen ja bei einem 4, noch was Multiplier, müssen wir ja zumindest ein Perfect Game schaffen, dass wir einigermaßen Geld bekommen. Nur 4, ja, der ist auf 4,9 runtergegangen, weil das Sprint, das zieht eben sehr viel runter, ne? Ja, der Sprint. Und das mit den drei Beweisen ist schon da. Der Sprint, der zieht verdammt viel runter im Multiplier, wenn man den anmacht. Sprint, der Sprint, der Sprint. Jetzt nur einmal angemacht. So, wo haben wir denn jetzt den Salzfuß? Kann er direkt fotografieren, weil du frech bist. So. Bitte schön. Warum hat er die Tür angefasst? Da stellt euch hier oben noch eine Kerze hin, die könnt ihr ja mit da runter tun, falls ihr wegen Onryo gucken wollt. Wo sind die Fingers? Hier sind keine Fingers. Ja, okay. Oh, ach. Das ist ein Grabschaufel. Ich hab halt eine Schaufel damit. Das ist ein Grabschaufel, da ist. So, jetzt gucke ich mal gerade, wo das Feuerzeug ist. Das liegt oben vor der Kellertreppe. Habe ich gerade eine Kerze und ein Feuerzeug hingetan. Okay. Kannst du das nehmen, ein Feuerzeug? Ja, das habe ich für euch da hingelegt. Das ist mein Besitz. So, ihr müsst noch die Fotos machen und ja. Was fehlt uns denn noch? EMF5 ist noch möglich, Fingis ist noch möglich. Buch ist noch möglich, Dotz ist raus. Was macht der Blödmann? Gerade von Stricken, das ist schon Jurai. Jurai, das ist nur ein Ghost-Event, ne? Was ist alles da? Wir haben ja aber gerade die Tür zugeknallt. Aber das Licht... Nee, Jurai ist aber raus. Das könnte aber... Hä? Das könnte aber ein Mimix sein, vielleicht, der den gerade nachgemacht hat, eventuell. Weil Jurai ist raus mit der Combo, mit der Box. Habt ihr den Salzfüße schon fotografiert? Nein, noch gar nichts. Mach ich dann. Das war ein Event, ja. Ich dachte gerade, hä? Ja, das war ein Event, oder? Eine krasse Twinter Action. Nee, ist glaube ich jetzt nicht. Ich habe ein Foto schon gemacht von dem Füßchen. Küken, ist deine Sanity vielleicht schnell runtergerastet oder. Oh, ich sehe einen EMF5 hier. Es ist Twins. Es ist Twins. Twins? Ja, das ist ein EMF5. Oder Kiki, hast du gerade ein Event wieder gehabt? Nein. Hat er nur was geworfen oder die Tür betätschelt, ne? Ich hab nur die Tür von meiner Nase zugeknallt. Nein, hat er jetzt danach noch irgendwas? Nein, nein, nichts mehr. Ja, dann ist das EMF5. Also ist The Twins. Raus, einfach und Twins abfahren. Habt ihr die Salzfüßchen fotografiert? Ich hab alles immer. Ist das Journal voll? Nee, die Tür ist auch zu der Keller. Tür, der Blödmann. Ja, der hat wahrscheinlich das Event im Flur gemacht. Komm ich mal. Ich will trotzdem raus. Küken, komm mal runter, hier noch die Fotos machen. Den hab ich doch schon alle gemacht. Mach keinen Driss, mach den doch mal, ne? Ja, noch mehr Fotos, Mama. Ja, Interaktionen und sowas. Ach so, ich dachte schon, ihr wollt die Füße noch mal. Küken, noch vier Fotos brauchen wir. Ein Kruzi liegt ja hier im Raum. Das ist Cam hab noch. Ich dachte, da liegt eine Cam, ich weiß jetzt nicht, wo die anderen Cams sind. Noch zwei unberührte Salzfüße, von daher. Die hier ist alle? Ich habe eine mit fünf. Give us a sign, are you here? Show us, give us a sign. Ich mach mal das Licht aus, dass er aktiver wird. Show us, give us a sign. Give us a sign, show us. Warte mal, ich tu mal einen Dotz hier weg. Ich tu den mal hier draußen in den Flur hin. Kann man den hier an die Lampe? Der hat gerade was geworfen. Guck mal, was das war. Ach, schade. Hier an die Lampe kann man den nicht dran machen. Das wäre schade. Welches Salz ist der jetzt getreten? Guck mal mit der UV-Lampe. UV. Wo ist die UV-Lampe? Hier. Okay. Also ich bin im Truck und beobachte euch. Ne? Ja, dann tue ich dir mal die eine Kamera hier in den Flur und kannst da gleich sehen, wie der Geist da den Flur runterflitzt. Ja. Ja, wir können auch warten, bis er das Kruzifix hier anknabbert. Nur wir müssen aufpassen. Twin, der kann überall spawnen, ne? Oh, der war in der Breakerbox. Küken, hier, Breakerbox-Foto. Die Tür hier. Die Tür fotografiert. Perfekt. Guck mal, was ist seine Ding? Ja, das hat gezählt. Noch zwei Fotos. Wenn er jetzt das Kruzi anknabbert, dann ist gut, dann haben wir es. Ja, Wurf, aber was? Irgendwas hat er gemacht. Kruzi, mach zwei Kruzi-Fotos.
Dann haben wir es, okay. Nichts wie zur Küchentheke. Ich nehme das kurz hier mit. Ab zur Küchentheke. Ja. Ich lege die kurz hier hin. Ja, jetzt macht er hier seine Twinter Actions. So. Jetzt müsste der Decoy die ganze Zeit versuchen zu handeln und die Kruzis auffressen. Stell dir mal vor. Also Küken, wenn du willst, da liegt noch ein Smudge hier auf dem Esstisch. Ich weiß nicht, wo die Kiki das Feuer hin hat. Du kannst dir den auch noch zur Not nehmen. Aber ich glaube, das bringt eh nichts, weil du hast diese Legs. Lass mich lieber das Smudgen machen. Ich muss dann eben nur gucken, wo... weil vorhin, da warst du nämlich kurz im Geist drinnen gestanden. Und da habe ich ja dann gesmudged. Sachen sind die, ja, da, Küken, da, die Kiki hat ein Feuerzeug da. Ja, schmeißt es dir für Theke, zack. Ja, was willst du? Jetzt, bumm, knallt die Tür zu, Kiki ist hier mit eingesperrt. Also, Küken, wenn der Decoy jetzt handelt, dann viel Spaß, ne? Ja, es geht los, Kiki, du hast Glück gehabt. Ah, wo kommst du denn her? Der kam aus der Garage, Küken, ab in die Garage. Ich smudge jetzt! Ah, scheiße, das war eine Sekunde zu spät! Nein! Oh Mann! Ja, ja. Er ist tot! Ja, der sich dieses Difficulty gewünscht hat. Oh ja, war verdient. Ey, was geht mit dem Geist? Warum kam der aus der Garage? Also, ich meine, Twin hin oder her, warum kam der aus der Garage? Seit wann können die über Etagen hinweg solche Aktionen bringen? Ja, und, oder bist du eingestellt, das bestimmt. Oder bin ich jetzt bescheuert? Nee, ich hab's eingestellt, dass die nicht in den Raum wechseln können. Oder Küken, du hast es doch auch gesehen, der kam doch aus der Garage, oder bin ich jetzt bescheuert? Ja, natürlich. Hä? Der kam gerade nackig aus der Garage gelaufen. Ja, das Küken verliert ja nichts. Ich habe ja den ganzen Itempool geworfen. Alleine machen, der hat doch Schiss. Das sah gerade so lustig aus, wie der hinter dem herlief, da in der Garage. Und das Küken so... Okay, was habt ihr die Twins jetzt eingetragen? Nee. Ja. Ach, komm, ich hab noch nicht. Ja, trag schnell ein. Ja, ja, du musst es nur eintragen, bevor der Ladebildschirm kommt. Nino ist tot, ich dachte, du wärst tot. Nö, wieso soll ich denn tot sein? Hat die Nadel rumgeschrien. In meinem Namen im Perfect Game. Nur so, wah! Also, Küken, willst du nochmal in dem Modus spielen? Ja, ja. Wie, ja, ja? Ja, Küken will nochmal loopen, also lassen doch. Nino, schon Glückwunsch, das reicht das Sterben. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Er ist bescheuert, seid ihr noch hier?